Da sind wir in Eichenbüttel. Bist du dann schneller oder fahren die besseren Fahrzeuge? Das ist schon weg. Ja, komm mal, komm die gerade. Geil. Fertig. Bis dann. Komm, wir können da mal Start zuschauen. Keine Ahnung. Ja. Du brauchst aber Geld? Ja klar, also theoretisch sind die alles Millionäre. Ich will mir jetzt auch nochmal ein vorstellen. Lauter schöne Autos. Ja, du kannst von der Bank drüber. So, das ist das echt so. Das ist gerade so Puppe drin. So hast du geschaut. Wie? Ja. Das ist cool. Ja, wir haben ziemlich warm heute. Ja. Motorsport-Hauptsortimenter, der keine Wünsche. Von der Firma Sandler gibt es auch Powersprint und Powersprint, die bieten Auspuffbauteile. Jetzt ist ja aber hier Regen, Christian. Ja, Edelstahlqualität. Regen ist auch scheiße. Auspufftechnik insbesondere für den Motorsport. Diesmal war schönes Wetter. Ich glaube, so ein paar Mal ist der Ausdruck aufgefallen, der Begriff gefallen, virtuelles Racing oder Sim-Racing. Und wer das mal ausprobieren möchte, ohne gleich eine eigene Technik oder sonst... Aber wir haben ja kein gutes Internet. Müssen, der ist gut, ich kann es kein YouTube live gehen. Race-Room, das ist der perfekte Plattform für alle Motorsportfans. Hast du vergessen. Entstanden ist das Ganze aus der Idee, einen Ort zu schaffen, an dem jeder, egal ob Profi oder Anfänger, die Möglichkeit hat, virtuellen Motorsport zu betreiben. Das Race-Room einfach der ideale Ort, um selbst einmal rennsportlich aktiv zu werden. Wer dann von der Sache angetan oder begeistert ist und darüber nachdenkt, eigene Ausrüstung anzuschaffen, überlegt, was mache ich denn in Sachen Lenkrad beispielsweise, dem können wir ans Herz legen. Ascher Racing, daran kommt einfach niemand vorbei, wenn es um das perfekte Lenkrad fürs High-Level Virtual geht. Voll geilen Autos. Wer noch mehr möchte, also wer schon möchte, wer möchte schon so einen Sitz, bitte mit Rückmeldungen. Na, das ist dein liebster Einsteiger, oder? Alles selber ja, halten. Ich würde da mal empfehlen, Tracktime, denn Tracktime bietet auch ein digitales Racing-Erlebnis. Schöner Rennwagen. Komplette Simulatoren, Rennsoftware und Komponenten aller Art. Und eines wissen wir, ist auch wichtig, immer, sei es im Straßenverkehr, sei es auf der Rennstrecke und bei Bergrennen, auch kann entscheiden, nämlich der richtige oder passende Reifen. Und bei uns im Bergrennsport kommt der definitiv von der Crew-Knüppel-Motorsport. Das sind die Reifenexperten mit Spitzenservice an den Rennfesten mit Avon und Michelin. Und ja klar, das reichhaltige Angebot. Ja, nee, wir rollen gerade zurück und dann warten wir ein bisschen Straße. Boah, guck mal, ein BMW, 36. Geld kommt zu bezahlen, das ist nämlich das umfassende Fachwissen und die Kompetenz aus mehr als 5 Jahrzehnten. Oh, das ist ein Auto, toll, Nachschau, okay. Und weit über 30 Jahre. Boah, 36. Einfach beste Betreuung aus und noch eine 36er. Und dann Golf. Reifen kommen auf Felgen. Bergrennen. Denn der Erfolg gibt BWS Motorsport recht.
geschmiedeten oder mehrteiligen Räder sind technische Meisterleistungen des Aluminium oder Magnesium. Der DMV, der Deutsche Motorsportverband, ist Sponsor, Kooperativpartner, Freund und Wegbegleiter zugleich. Er ist der Verband mit den unverwechselbaren Markenzeichen. Also, wie weit da vorne stehen? Flexibilität und Engagement. Da vorne? Ja. Aber es ist wahrscheinlich deine Absperrung. So, hallo, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Hier ist Ayus, das König von dem YouTube-Kanal Jana Schunz, auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wir kennen jetzt Jana Schunz der Andere, oder Captain America, oder Justus König der Andere, der YouTuber aus Würzburg mit Kumpel, Christian Pokémon. Sind wir hier beim berühmten Eichbühel-Bergrennen bei Miltenberg. Jetzt im Fahrerlager, vorne waren wir oben. Auf ganz oben Ende der Rennstrecke, jetzt sind wir am Anfang der Rennstrecke. So. Und die haben schon mich umfotografiert, haben schon Autos überschlagen. Jedenfalls ist es hier wunderschön. Und das geht ja 3 Tage lang. Heute ist es Samstag, heute ist einfach nur das Training und morgen ist das Rennen. Und am Freitag begonnen, ja, das ist wieder der Start. Ja, Christian hat super geil hier. Ja, leider kann man hier nicht live gehen, weil wir beide, ich mit mein Hinterbieter und seine haben nur heute hier Internet. Ganz langsam was, also live geht gar nichts. Sonst haben wir YouTube live gemacht. Und Shorts geht auch gar nichts, also hier geht nichts. Kannst du das auch hochladen? Jedenfalls sind hier voll coole Autos. Alles cool. Wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, dieses wunderschöne Bergrennen in Eichenbühl. Und wenn ihr wollt, könnt ihr kommen. Geht ja noch bis Sonntag. Heute Samstag. Dann geht's schon weiter. Action. Viel Spaß beim Zuschauen. Das geht los. Wieder warten muss. Das ist einfach cool. Fand ich echt gut. Das sind auch schöne Tuning-Objekte. Muss ich auch da ganz hinten hinstellen? Nein, ist nicht erlaubt. Gefahr. Aufgesperrt. Ich meine, weil die alle in der offenen Decke stehen. Das sind alle von den Leuten, von den Veranstaltern hier.
Ja, Golf. Jetzt kommt das mal fort. Das ist doch eine Scheiße, oder? Zum Stehen. Oh.
Was ist da los? Abgewürgt? Ist da was passiert, oder? Seite. Boah, hier geht's auch. Christian? Wo warst du denn? Da hinten oder was? Ja, da kommst du aber gleich. Ja, und dann der Start für den Peter Ammann. Hier hast du gemeint, gell? Ja. Alles mal hier rüber. Das war nicht viel. Ja, natürlich. Steffi Frage im Raum hat uns da jetzt irgendwie der in der Aufgabe 2 dann hier heute machen. Da stehen so viele Leute, oder? 21. Ja, nicht die Küche. Was? Ach, dann ist schon gefahren, oder wie? Wo ist denn hin? Oder ist es der Rack? Das wird zurückgefahren. Das ist der, oder? Das wird zurück. Ja, der, wo gerade vorne war, ist es der? Ja. Deiner hat doch Motorprobleme oder was? Gleich ausgegangen. Stimmt, vorher da kriegt er einen Hase auf die Straße und einen Reh. Stell dir vor, du musst das in ein Auto hocken. Ja, die schwitzen ja unten. Ja. Hey, was stimmt jetzt hier besser als da drüben? Mit stehen hier, aber die Sonne ist trotzdem gleich. Ja. Warum haben wir keinen Schirm mitgenommen? Achtung! Das geht weiter. Achso. Motorschaden. Siehst du, fährt dann noch alle Rollen runter. Kein Motorgeräusch? Mhm. Und das ist auch kein Elektroauto. Ja, Elektro ist ja sowieso kein Auto. Aber für mentale Störung muss man direkt beim Tesla-Händler vorzeigen. Mindestens 50. Thank you.
auf. Der Band an dir ist sich zu rühren, Guck, ein paar Griffe. Pause? So ein Schlauch mit Wasser, wenn man nicht schlecht. Also das ist Pause? So abkühlt. Auf dem Monitor sehen können. Schwierpause da. Ja, die Nachricht ist, Peter Hammann völlig okay, Internet, Unfall aber bei 11 für die Startnummer 66, für den Peter Hammann, für die 55, für den Startnummer 66, also Peter Hammann kann Unfall. Ah, schon wieder Unfall. Einmal sich hier der Startprozedur. Also, was sind echt auf Unfall da? Unfall. Nee, Hammann. Christian, was sind echt viele Unfälle? In Neuhaus, in das Bergkampf von Neuhaus, wie heißt das, in letztes Jahr war, wo ich dieses Jahr verpasst habe, in der Rhön, Neuhaus oder sowas, weißt du, Rhön, Bergrennen, Rhön, da hat es kein Unfall passiert, nur ist mal passiert, dass da mein Motor abgewickelt ist oder sowas, oder da einer ein bisschen, ich will dir vorhin, hat ansonsten ist da kein Unfall passiert. Und der hat auch so viele Autos gehabt. Regelsperrt jetzt. Für den Rennkopf ist das schon eine hohe Belastung. Ja, aber muss irgendwo mal hinsetzen. Guck, er hat das Hooker Popo an einer Action-Cam oder GoPro dran. Wollen wir es irgendwo in den Schatten stellen? Lauf mal mit dem Ort rum, oder? Lauf mal das Fahrerlager an, oder? Schau mal das Fahrerlager an, Christian, oder? Da ist genug Schatten. Leider ist ja wieder ein Unfall passiert. Du wirst ja irgendwo oben in der Kurve passieren, ne? Ja, das war mit, nimm einfach. Zum Glück nur am Fahrrad. Und nicht am Auto. Intensiv schon vom ersten Meter an, oder eigentlich schon bevor der erste Meter kommt, schon mit der Startphase. Lauf mal da runter, oder? Erwischen, dass alles aus hier dem Auto heraus. Also alles runter. Schnell sein zu können. Jetzt ist doch wieder Pause. Es sind noch ein paar Fahrzeuge noch fahren. Ja, meine Damen und Herren, liebe Bergrennsportfreunde, wir korrigieren, also die 66 Peter Hammann ist von dem Vorfall betroffen und die 55 kommt zurück, der Alexander Zajelznik, der zuletzt gestartet ist. Achtung, Krankenwagen kommt! Peter Hammann, absolut okay, aber auch rollfähig, müsste sehr, sehr schnell gehen, dass es herunterkommt und anscheinend nicht so schwer beschädigt worden. Alexander Zajelznik darf noch einmal starten zu seinem zweiten Training. Christian, bleib mal auf Seite. Geh mal lieber rüber, komm, Krankenwagen. Geht doch schneller? Lass mich schon wieder anschneiden. Geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Ja. Aber hier passieren sehr viele Unfälle, oder? Hier passieren sehr viele Unfälle. Oh, ich weiß nicht. Erstes Mal hier. Den wir mitbekommen haben. Das Bergrennen in Rhön bei Hausen oder Neuhaus oder wie heißt, da passieren keine Unfälle. Nur wenn man Tor ausfällt. Und da kommt der Abschnittwachen. Wir machen nur zwei, ja? Ja, noch ab jetzt. Ich fahre nicht. Wo es einen nur bergen kann. Bergrennsportfreunde, meine Damen und Herren, wir haben schon über einiges gesprochen. Bisher an diesem Training Samstag zum 54. Bergrennen Eisenbühl. Werbung gemacht. Wir haben Zeitebahn gespielt, wir haben Fundbüro gespielt.
denke mal, der Voltverschlüssel ist mittlerweile auch abgeholt. Man kann hier einiges bewegen in Sachen Benzinpumpe und auch in Sachen Kühler. Ja, und es gibt noch eine Liste mit Änderungen für 2023, die mehr aufgestellt worden ist. Hat das von Mainz auch, oder? Ja, das ist also mit ihm wurde dann auch von Steffen Hofer. Ja, bei dem wollte ich mal nachschauen. Da haben sich viele Punkte überlegt und einfallen lassen. Ich möchte mal. Kann ich irgendwann mal kurz mal irgendwo ins Dorf reingehen? Ja, etwas zu trinken kaufen oder wieder hoch? Können wir doch? Mit eingehen. Haben wir nicht? Haben wir? Da ist ein schöner. Christian, sind das was hier vom 1 Autos, oder? Ja, oder vom 2? Dürfen wir da was trinken noch? Auto verladen, also oder sind es nur für die Fahrer hier? Und vielleicht Fahrer, die hier unten im Startvorstand bereit stehen. Eine Möglichkeit, ein Glücksrad zu drehen, nämlich am Merchandising-Stand hier des MSC Erbtal. Und es gibt einen tollen Gewinn, also es gibt viele Gewinne, aber es gibt einen Hauptgewinn. Ja, Hauptgewinn, das ist ein Modellauto, das ist nicht irgendein Auto. Er verpetzt mich nicht, hat er gemeint. Das ist hier zu gewinnen, gibt das heißt, das ist für alle. Das ist ein Wasserspender einfach. Ja, außen kann es sein, dass es nur für dann musst du es draufstellen, wo? Inklusive der Originalunterschrift von Walter. Stell nichts drauf, es ist ein Wasserspender. Der Hauptgewinn. Jeder Dreh an diesem Glücksrad, der kostet 1 Euro und dieser 1 Euro kommt zu Zwecken